So, bin jetzt rausgekrabbelt. Ich habe an sich überraschend gut geschlafen. Also ich wache eh nachts immer auf, auch wenn ich zu Hause schlafe. Ich habe einen sehr schlechten Schlaf. Oder halt, ja, doch eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Und vor allem einen sehr leichten. Das heißt, wenn jetzt halt hier Geräusche sind und so, wache ich schnell mal auf. Aber so gegen 11, 12 war es dann echt schön leise. Wir sind jetzt spazieren gerade gewesen an so einer Kleinstadt und hier, das ist Naturschutzgebiet, jetzt ist es hier aber abgebröckelt. Deshalb kann man hier so ein bisschen reinschauen. Dann sieht man hier so eine alte Ruine zum Beispiel. Und dahinter ist der See, den kann ich gleich auch noch abfilmen. Ja, und jetzt einfach hier ein bisschen spazieren, ein bisschen entspannen und dann geht es ab nach Mailand. Also da unten, hier ist noch so ein Boot. Hier ist irgendein Gebäude, ich weiß nicht, was das ist, weil hier sind auch Treppen. Aber es ist ein Naturschutzgebiet, deshalb will ich da jetzt nicht einbrechen. Well, well, well. Look who it is. Man sieht ja einfach an, von 10 Metern, dass wir Deutsch sind. Na, leider kommen wir jetzt nicht rein eben, wir stehen jetzt hinterm Zaun. Und hier ist eigentlich noch so ein Rundgang. Aber der ist wahrscheinlich um die Jahreszeit einfach nicht begehbar. Und hier stand der Fluss. So, entspannend. Jetzt, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Perfekt. Also wir sind in Mailand angekommen. Wow. Jetzt für 15 Euro ein Tagesticket geschossen zum Parken. War ein bisschen teurer, weil es ein Camper ist. Naja, ist halt so. Aber 15 Euro, wir haben jetzt nicht mal 11 Uhr und dürfen bis 19 Uhr bleiben. Das ist unkomplizierter. Und jetzt können wir reinlaufen. Wir laufen hier lang. Richtig dreckige Schuhe noch. Das ist so ein Meme. Ich bin hier jedes Jahr. Das ist so geil. Das Wichtigste ist, da habe ich mich letztes Mal drüber aufgeregt, das Graffiti ist weg. Das heißt, sie haben es geputzt. Mega. Ich finde es so witzig, wie ich sogar wusste, wo die Toiletten sind hier drin. Irgendwie fühlt es sich auch falsch an zu filmen, weil ich halt alles schon mal gesehen habe. Und sogar gefilmt habe. Hey, again. Oh, jetzt werden wir schon wieder hier mal was andrehen. Selbe Stelle, letztes Jahr. Grazie, no. No grazie. Wir schaffen es nicht in die Stadt zu gehen, ohne einen Lego-Store, gell? Geil. Preise sind aber weitestgehend dieselben. Hier gibt es Sets, auch hier von Herr der Ringe. Das hier, das habe ich schon gesehen. Aber auch das hier habe ich einiges noch gar nicht gesehen. Das auch nicht, das auch nicht. Gibt geiles Zeug hier. So, ich halte da jetzt dreist einfach drauf, weil sie will ja im Mittelpunkt stehen. Was ist das denn? What is that? Die nächste macht hier gerade rechts vor mir weiter. Ich finde es so witzig. Naja, immer dasselbe hier, ha? Wir haben unsere Ausfahrt verpasst, deshalb sind wir jetzt einfach ans Meer gefahren. Wir müssen jetzt halt noch nach dem Parkplatz schauen. Aber jetzt haben wir 17 Uhr. So geht es eigentlich auch noch. Haben wir ein bisschen Puffer. Ein, zwei Stunden. Dann sollte man spätestens was haben. Spätestens jetzt für mal offiziell Camperleben, wirklich. Oh ja, gerade kam ein Luftzug, jetzt riecht es auch noch mehr. Oh ja! Also ich bin gerade im Auto, also bin jetzt am Fahren hier ganz normal. Und man sieht hier schon Serpentin die ganze Zeit, zack, 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 zack. Mit diesem Kasten hier ein wahres Spektakel hochzufahren. Aber muss jetzt rechts bzw. links ranfahren, wegen diesem Spektakel hier. Und da hinten ist die Stadt im Nebel. Ich versuche es oben nochmal hinzubekommen, aber ich muss jetzt kurz schauen, weil ich Angst habe, dass nachher zu sehr im Nebel ist oder die Sonne untergeht. Pferd! Was macht hier ein Pferd? Da sind noch mehr? Oh mein Gott, das ist geil. Warum sind hier Pferde mitten auf der Straße? Also.
Ja. Man sieht, glaube ich, wie die Wolken hier durchziehen. Oder nee. Hier sieht man es ganz gut. Eigentlich sind wir hier hochgekommen, um den Meerblick hier heute Nacht zu genießen. Ne? Seht ihr den Meerblick? Scheiße, Mann. Ach du Heilige. Vor allem diese Pferde mitten auf der Straße. Was ist das denn? Also, hier ist extremer Hang. Ich gehe jetzt keinen Schritt mehr weiter, aber ich sehe gar nichts. Ich meine, wenn man morgen früh aufwacht und der Nebel weg ist, wäre nice. Aber die Luftfeuchtigkeit hier scheint so hoch, dass da wahrscheinlich alles nass sein wird bei uns drin. Das ist das Problem. Läuft schon? Ja. Okay, ist natürlich wichtig, dass sie auch drauf ist, ne? Die wunderschöne Unterhose. Okay. Kanister, frisches Wasser, Duschgel. Es sind unter 10 Grad, ich schätze 5 Grad. Ich sehe gar nichts, mich sieht keiner, also perfekt zum Duschen will ich an der Stelle sagen. Es ist so kalt. Wieder auf. Na du, öfter hier. Also wir waren ja jetzt auf dem Berg oben mit dem vielen Nebel. Da hat Sandro sich jetzt kurz geduscht. Yes. Mit einem Kanister. Ja, jetzt haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir nicht oben schlafen, weil es oben zu kalt ist und weil da oben zu viel Luftfeuchtigkeit ist und es auch einfach gefährlich ist. Und jetzt wollen wir wieder runterfahren. Jetzt fahren wir gerade wieder runter. Es ist halt wirklich auf großer Fläche keine weitere Parkmöglichkeit. Wir müssen jetzt halt wirklich gucken, wo wir jetzt heute Nacht schlafen, weil die Sonne auch untergeht. Wir haben jetzt 18:55 Uhr. Ja, läuft. First class! Up in the sky! First class! Also nur mal, um das festzuhalten, wie hoch wir waren. Vorhin, Moment, jetzt sieht man's. Wir waren da hinten, ganz oben. Ja, man sieht's gar nicht, weil es hinterm Nebel ist. Ja, wir waren komplett oben. Deshalb hat's auch nicht geregnet. Nee, aber hier regnet es gerade. Gut, jetzt ist es ja vorbei. Ja, aber. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, Fun Fact: Meine tolle Unterhose war die ganze Zeit auf dem Dach. Wir haben die da vergessen. Wir haben jetzt auf dem Weg nach Pisa am Meer gehalten. Hier ist eine ruhige Stelle, da hinten ist ein kleiner Fluss. Es ist zwar videoüberwacht, aber. Dann ist wenigstens hoffentlich keiner so blöd und macht hier was Dummes. Kostet nichts, man kann hier bleiben und wir haben halt morgen den Ausblick da aufs Meer. Mann, jetzt soll ich nachspionieren, ohne dass sie es merkt. Ja, also wir haben jetzt hier unser Zeug. Jetzt lassen wir alles mal ein bisschen atmen, holen es ein bisschen raus, stellen es wegen an die Seite, holen unser Kochsach raus und dann gibt es hier Dösen-Ravioli. Ist jetzt gerade am Umräumen. Dass ich alles ausholen kann. Dann haben wir die beste Beschäftigung gefunden hier. Jemals für die Dame. Übrigens MacGyver mit dem Stock hier drin, dass es nicht zufällt. Was, wenn die Tollwut hat? Auch Tollwut. Und falls sich jemand denkt, oh, das ist ja super entspannt, ist ja super cool. Nein, man muss immer ab- und aufbauen. Ich habe jetzt hier abbauen müssen. An die Sachen zu kommen fürs Kochen. Ja? Dann denkt man sich so, Arbeitsteilung. Ja? Arbeitsteilung ist wichtig bei uns und Gleichberechtigung ist auch sehr wichtig. Ja. Was hast du gerade gemacht so? Hast mir geholfen, oder? Ja, ja, ja. Komm, lass es. Der Katze die Salami-Sticks zu nehmen. Ich hab dir gesagt, die kriegt davon Bauchschmerzen. Meine Katzen nehmen Salami-Sticks. Deine Katzen. Deine Katzen sind auch komisch. Also wir machen uns jetzt Ravioli,
gleich noch ein super Spektakel, die Dosen überhaupt aufzubekommen, weil wir haben keinen Dosenöffner mitgenommen, glaube ich. Ja. Und dann war hier den schönen Bunsenbrenner von meinem Bruder. Ehrenmann an der Stelle, dass ich ihn haben darf. Und die habe ich zufällig noch gestern bei der Werkstatt geholt. Mal gucken, vielleicht kann man es direkt benutzen, das wäre natürlich nicht schlecht. Ist alles auf Französisch. Also das Gute ist, das Licht hier ist angegangen, das heißt, wir haben immer ein bisschen Licht. Aktuelle Situation, Campingstühle stehen, Kochzeugs wird gerade aufgebaut. Und falls es regnet, können wir uns unter diesen Baum verziehen. Aber jetzt hoffen wir mal nicht, dass wir... Und jetzt versuchen wir hier mal... Hast du einen abbekommen? Ah, Mist. Das Wetter, das geht uns echt... die ganze Zeit schon... Echt kämpft das Wetter gegen uns. Wir machen ja schon das Beste draus und nehmen es mit Humor, aber... drin verziehen wird halt auch schwierig. Weil hier... gerade alles trocknet, beziehungsweise es war vorhin halt feucht, heute Morgen. Naja, ja, müsst weitermachen. Erst essen und dann halt alles wieder einräumen, schlafen. Hier ist die Ausbeute. Da versuchen wir jetzt was zu zaubern mit. Das ist schon witzig. Spektakel geht weiter. Wir haben es beziehungsweise ich habe es aufgeschlagen. Dann war also die Prinzessin hier eine super Idee, das einfach aufzuschneiden. Ich habe wetten können, es funktioniert nicht. Mit dieser Minischere, aber es hat funktioniert. Jetzt mal halt hier so ein kleines Löchlein rein und jetzt müsste es eigentlich in die Pfanne gehen. Ja. Zum Glück habe ich direkt eine neue gekauft gehabt. Weil die alte ist komplett leer. Jetzt mal gucken, ob wir es anbekommen. Das war wirklich 2 Minuten. Na, nicht mal. Nicht mal eine. War das drauf. Und dann war das Feuer aus. Heißt, neue Kartusche, Abfahrt. Ich habe jetzt langsam echt Hunger. So, Essen ist warm. Hast du schon probiert? Ja. War warm, gell? Ja. Sehr gut. Ja, kann man absolut gut essen, ist kein Thema. Schmeckt. Und da ist es mehr jetzt. Doch, ich glaube, man erkennt das Gesicht. Ja. Und mein Bruder hat mich noch gefragt, was brauchst du denn die Kerze? Weil ich die gefunden habe beim Wohnung ausräumen. Dafür brauche ich sie, Junge. Wir haben jetzt übrigens ein Haustier. Man sieht sie gar nicht. Doch, da ist sie am Essen. Wir müssen halt gleich alles wieder aufräumen. Also einfach nur wow, oder? Einfach wow. Da hat sich aber jemand verkünstelt. Ey. Ich habe die logistischen Sachen gemacht und sie hat jetzt hier das Bett schön eingerichtet. Ja. Wow. Hier liegt hier neben dem Reifen. Neben dem Reifen. Ratter, ratter, ratter. Neben dem Reifen! Ja! Ich weiß, ich frag. Ja, vergessen. Was mehr. Zehner. Aber wir brauchen eigentlich nichts außer Essen, Trinken und Schlafplatz, wenn man mal ehrlich ist.